Von Spiel zu Spiel. Der Servus TV Fußball-Podcast mit Florian Klein. Und somit Servus zu einer neuen Folge unseres Podcasts von Spiel zu Spiel. Das Nationalteam bereitet sich gerade auf die Quali-Spiele gegen Belgien und Aserbaidschan vor. Leider Gottes haben wir viele verletzungsbedingte Ausfälle. Darum bin ich umso glücklicher, dass mir meine gestern nicht abgesagt haben, dass ihr auch fit seid. Also es schaut zumindest so aus. Ich darf begrüßen Conny Leimer und Xaver Schlager. Servus. 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 Ist es richtig, was ich gerade gesagt habe, dass ihr fit seid? Also ihr schaut so aus, passt bei euch alles? Ja, also wir haben keine Probleme. Also ich zumindest nicht. Wir sind topfit und wir freuen uns, dass jetzt dann losgeht. Das ist einmal super. Hab kurz selber ein bisschen überlegt, ob ich den Podcast machen soll, weil ich habe in der ersten Folge in David und in Marco gehabt. Sind jetzt beide verletzungsbedingt ausgefallen. Dann habe ich gehabt den Michi Gregoritsch, auch verletzt. Der Baumi ist zum Glück fit, aber war auch kurzfristig einmal ein bisschen muskulär angeschlagen. Aber dann haben wir doch, der Michi Gregoritsch hat zumindest ein Tor geschossen. Wir haben dann auch die Spiele gewonnen, das passt. Das heißt, wir können richtig gut starten. Ich glaube, ihr zwei kennt euch schon so lange viel besser als alle anderen Mitspieler. Darum, Conny, wie würdest du ihn Xaver vorstellen? Was ist er für ein Typ? Xaver ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Typ. Ich kenne ihn schon so lange. Wir spielen seit wir 13 sind, glaube ich, bei Salzburg oder so irgendwas. Mit ein paar Unterbrechungen haben wir dann letztes Jahr wieder zusammengespielt, mit dem Nationalteam sowieso immer. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist er erstens ein sehr feiner Kerl, ein sehr ehrgeiziger Kerl. Ich glaube, das hat jeder schon ein bisschen mitgekriegt. Der Xaver, er will und er kann nicht verlieren, egal ob es im Spiel ist oder nicht. Ist richtig lustig manchmal, wie er sich dann selber in sich reinkrantelt, sage ich jetzt einmal, wenn er irgendwas nicht so aufgeht, wie er sich das vorstellt oder wenn man am Ende nicht so performt als Mannschaft oder eher individuell. Darum erstens ein sehr lustiger Kerl, mit dem man entspannt immer einen Kaffee trinken kann oder sonst irgendwas. Aber gleichzeitig auch ein super Kerl am Fußballplatz, der was für jede Mannschaft einfach sehr, sehr wertvoll ist, sage ich jetzt einmal. Und dass wir beide jetzt so einen Weg gegangen sind bis jetzt, glaube ich, und immer noch gemeinsam spielen, ist auf jeden Fall eine sehr entspannte und coole Sache für uns. Also das war mal eine Vorstellung, Hut ab. Super, mal, ja, war wirklich so aus, ja, aus dem Ding raus. Aus nichts raus, so, das war echt top. Jetzt darfst du das Retour geben. Wie siehst du ihn, Conny? Kann man Danke sagen. Super Vorstellung. Nein, Conny, ja, wir kennen uns auch ewig lang zusammengespielt. Ich freue mich immer, wenn wir zusammenspielen. Es ist schon sehr hilfreich, sage ich, am Platz. Super Typ am Platz, außerhalb. Also es macht immer wieder Spaß. Ich glaube, wir haben mittlerweile dieselben Interessen, nachdem ich angefangen habe zum Golfen mit ihm. Da lerne ich noch von ihm. Das macht auch sehr, sehr gut. Und mit Conny kann man immer was unternehmen, wenn man ihm schreibt. Und ja, es ist echt super. In Leipzig hat er mich oft eingeladen zum Essen bei sich zu Hause oder kocht. Das war echt super, sehr nett und sehr cool. Was ist so seine Parade-Sache, was er kochen kann? Nein, wir haben da mal Schnitzel gegessen. Das hat er sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also hat er sehr gut gekocht und ist nice. Ist ein super Kerl, überragender Kerl, geht seinen Weg. Jetzt bei einem absoluten Top-Club. Ist, denke ich, für ihn super, für uns als Nationalmannschaft super, weil je mehr Spieler weiter oben sind bei Top-Vereinen, desto besser werden wir. Und ich glaube, das ist schon was Besonderes. Muss man sagen, war auch eine Top-Vorstellung, oder? Kann man ruhig so nehmen. Können wir uns beide gleichzeitig gratulieren, sage ich. Haben wir geübt. Das hat sich vorher schon ein bisschen vorbereitet, sehr gut. Wie man sieht, normalerweise waren wir immer in Windischgarsten, da waren die Berge hinter mir, schönes Panorama. Heute auch nicht so schlecht, also ist da hinten ein Bar, ein bisschen Alkohol dahinter, ist vielleicht für Freitag, könnte das schon ein bisschen mitspielen. Was ist euch lieber, eher in Windischgarten, ein bisschen in den Bergen oder trotzdem in Wien, wo man im ersten Bezirk ein bisschen herumgehen kann? Es gibt für beides Vor- und Nachteile. Ich sage, im Windischgarten haben wir immer super Bedingungen gehabt. Da war es auch immer sehr leicht, dass man gleich mal zum bloß noch zu Fuß gehen können. Sag jetzt mal, da hast du ein bisschen Zeit gefahren, Zeit gespart einfach mit den Busfahrten und alles drumherum. Aber in Wien ist natürlich auch cool. Du kannst jetzt einmal am Nachmittag, wenn wir mal frei haben, auf einen Kaffee raus oder sonst irgendwas. Das ist auch ideal. Darum, wie gesagt, ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich. Mir selber gefällt es in den Bergen natürlich auch sehr. Da war auch ein Golfplatz gleich daneben, wo wir ab und zu mal dann hingegangen sind in der freien Zeit. Ja, wie gesagt, beides Vor- und Nachteile. In den Bergen, da ist die Luft schon auch nochmal sehr gut. Ja, das sind ja beide so Typen. Aber heute wäre zum Beispiel so ein Nachmittag, es ist ja gerade, was haben wir jetzt, kurz vor drei, ist freier Nachmittag und ihr hättet jetzt rausgehen können, oder? Wir gehen noch raus. Ihr geht's noch raus, okay. Wir warten noch drauf. Und trotzdem schon so lange antworten, das taugt mir. Also, die Zeit müssen wir uns nehmen. Ich habe es ja vorher schon so gesagt, seid gemeinsam auch zu Salzburg in der Jugend schon gekommen, habt den Weg durch die Akademie durchgemacht.
Wie war die Zeit in der Akademie? Seid ihr beide irgendwie danach vom Elternhaus weggegangen oder habt ihr dort geschlafen, schätze ich einmal? Du bist ja aus St. Valentin, gesagt? Ich bin schon früher, du warst nur länger daheim. Ich war dann früher im Internat und war wie so eine Schulwoche. Also so eine Schulwoche, wo du irgendwo hingefahren bist, sag ich mal. Du warst unter der Woche im Internat, warst mit 100.000 Mitspielern und älteren Spielern unterwegs und war immer lustig, immer was los. Und am Wochenende bist du dann heimgefahren zu den Eltern und am Wochenende hast du dann gespielt. Und deswegen war das jetzt kein Thema. Also haben wir oder solche Sachen habe ich jetzt gar nicht gehabt, weil du bist wirklich ständig mit anderen Leuten zusammen. Mhm. Du hast ständig einen Spaß, du bist immer unterwegs. Also unser Tag war durchgetaktet von, ich glaube, 7 in der Früh bis 9 auf die Nacht. Und du warst eigentlich nie allein, sondern hast eigentlich als Kind richtig leben können. Und darum war das super. Das heißt, du hast das richtig genossen. So. Und war das auch damals schon in der Akademie so, dass ihr hier zwei so gut verstanden habt und viel miteinander gemacht habt? Oder ist das erst später dann gekommen, wie es dann auch zu den Profis gemeinsam gekommen seid? Beides. Also wir haben auch damals schon viel gemacht. Er war halt eine Klasse unter mir, weil er erst im September Geburtstag hat. Also waren wir nicht in der gleichen Schulklasse sozusagen. Bei mir war es ja anders. Ich war ja noch bis 16 daheim. Ich bin ja da gefühlt jeden Tag in der Früh hergefahren und am Abend wieder zurückgefahren, weil es ja gute 50 Kilometer von meinem Elternhaus sind. Aber wie der gesagt hat, ich war dann eigentlich so in der Früh sind wir in die Schule gefahren, haben dann auch Nachmittagsbetreuung gehabt im gleichen Ort. Das war vorher in so einer Insel. Danach war das im Internat, wo der Xaver auch geschlafen hat. Und mit 16 bin ich dann auch nochmal ein Jahr ins Internat gegangen, weil das ganze Hin- und Herfahren hat nicht mehr viel gebracht, weil ich um 7:30 in der Früh aus dem Haus bin und um 8:30 oder 9 am Abend heim bin. Ich bin eigentlich nur mehr fürs Schlafen heimgefahren, so ungefähr. Aber ja, wie gesagt, wir haben uns immer schon gut verstanden eigentlich so. Ist natürlich immer dann intensiver geworden, sage ich jetzt einmal, umso älter wir geworden sind. Und ja, wie gesagt, schon gesagt, eine schöne Zeit war das einfach. Du hast nur Fußball gespielt oder was anderes gemacht. Du hast immer irgendwie Leute um dich gehabt. Darum erinnern wir uns so immer gern zurück. Gibt immer ein paar lustige Geschichten von der Zeit und ja, war wirklich schön. Es ist ja so, dass es natürlich sicher Leimwand ist, wenn man dann später geschafft hat, Nationalteam und man ist immer noch gemeinsam da, aber in den jüngeren Jahren seid ihr gut befreundet, habt ihr beide das gleiche Ziel gehabt, Profi zu werden. Jetzt spielt ihr eigentlich die ähnliche Position und es ist ja in der Jugend, das weiß man, es geht eigentlich nur darum, immer einen Schritt weiterzukommen. Man möchte unbedingt Profi werden. Jetzt wart ihr eigentlich quasi auch Kontrahenten, muss man auch sagen. Habt ihr das irgendwie so auch gespürt oder war das nie irgendwo ein Thema, dass man vielleicht sagt, puh, der ist auf der gleichen Position wie ich, vielleicht schafft es er und ich nicht. War das für dich ein Thema, Xaver? Ich glaube, das hat uns stärker gemacht. Also wir haben immer in derselben Mannschaft gespielt, nebeneinander. Deswegen, das Gute war, es hat einmal zwei Positionen gegeben. Das war einmal schon sehr, sehr gut. Aber ich glaube auch, wenn deine Mitspieler stärker sind, dann wirst du auch selber stärker. Und ich glaube, das hat uns auch hochgezogen. Weil wir waren dann oft teilweise beim älteren Jahrgang schon dabei, als junge Spieler. Und wir haben gewusst, okay, wir müssen Gas geben, damit wir spielen. Weil es gibt nur zwei Positionen. Und wenn wir nicht gut sind, dann spielen wir nicht. Und ich glaube, das hat uns schon geholfen. Dass natürlich, weil wir beide ehrgeizig sind, will jeder spielen. Und hat uns das auch geholfen, dass du besser wirst. Mhm. Also ich sehe das überhaupt nicht als ein Nachteil, dass wir jetzt dieselbe Position oder so sind, sondern eher als Vorteil, weil du einfach gewusst hast, wenn der eine gut ist, ich muss nachziehen. Mhm. Ich kann mich nicht ausruhen, sondern er ist besser als ich, okay, ich komme nach. Und das war immer so, dann war, weiß nicht, der Conny früher bei den Profis oben, hat da schon gespielt, dann bist du natürlich motiviert, dass du wieder nachkommst. Dann war es mal so, dass ich eine Phase gehabt habe, wo ich beim Nationalteam schon früher gespielt habe. Ich glaube, dann hat der Conny die Phase gehabt, wo er wieder motiviert ist, dass er wieder mit mir spielt und so. Und ich glaube, so haben wir uns da gegenseitig hochgezogen und deswegen sind wir so gut geworden im Endeffekt. Ist ja der perfekte Weg unter Freunden, wenn man sich gegenseitig so pusht, ist natürlich super. Ich weiß nicht, oder Conny, du warst bei mir, glaube ich, es war das letzte Trainingslager, was ich noch bei Salzburg gemacht habe, in Katar, in Doha. In Doha, da bist du mit gewesen, ich glaube, du warst 15, 16, kann das sein, glaube ich. Boah. Oder? Ich war das erste Mal mit sogar in Paderborn. Das war im Sommer in der Vorbereitung. Das war im Sommer und in Doha war ich auch mit. Da war ich glaube, im Sommer war ich noch 16 und im Winter dann 17. Ja, da war ich ganz jung. Kann sein. Ja. Ich habe mich auch noch erinnert, dass du dabei warst. Ja, dann. Auf jeden Fall. Wie war ich zu dir? War ich lieb? Oder? Ich ganz lieb, warst du da überhaupt keine Probleme. Sehr gut. Nein, da war ein junger Bub, damals mit dem Roger. Der Roger war der Trainer, genau. Genau. Nein, weißt du, das war ja für mich damals, wo du so jung bist, das erste Mal dabei bist. Das ist ja wie eine neue Welt. Dann auch noch gefühlt sind wir da nach Doha ins Trainingslager gefahren. Dann habe ich auch beim Testspiel habe ich sogar ein paar Minuten gekriegt und sowas. Das war wie, ja weiß ich nicht, das ist so das erste Mal da in die Welt reinschnuppern und alles drumherum. Das war wirklich für mich
ja, immer auch nur so prägend, muss ich sagen, weil ich noch so viele Erinnerungen an die Sachen habe. Ich glaube, das erste Mal, wenn du bei den Profis dabei bist, vergisst man nie so wirklich auch die ersten Testspiele, wo du mal mitmachen darfst. Und wie gesagt, super Zeit, waren auch super, super Leiter und drumherum, die haben mich alles super aufgenommen, auch du, alles drumherum. Ja, da bin ich froh, weißt du. Da kann ich nichts Schlechtes sagen, auf jeden Fall. Ja, da bin ich jetzt wirklich froh, weil ich habe damals schon erkannt, dass du rechts hinten ausspielen kannst und weißt du, bei mir ist es nicht so mit den Kontrahenten. Ich weiß, es hat es noch nicht so gegeben, rechts hinten. Hinten ist es immer ein bisschen ernster, das ist immer entweder du oder ich, weißt du. Genau so ist es. Da gibt es eben, wenn du zu zweit wärst. Genau, das, wenn wir da beide spielen würden, das wäre immer nie so gut, aber ich glaube, so im Mittelfeld war das ein bisschen entspannt, weil es da immer so ein bisschen drei Positionen gibt, der eine ein bisschen offensiver, der eine ein bisschen defensiver und da waren wir eigentlich immer ein bisschen entspannt. Ich glaube, da hat es nie so den krassen Konkurrenzkampf gegeben, entweder du oder ich. Es war eher, wie der Xavier sagt, so, wir pushen uns gegenseitig ein bisschen so, dass wir immer besser und besser werden und ich glaube, das haben wir alle schon miterlebt als Fußballer. Ich glaube, wenn du mit Besseren trainierst, wirst du auch automatisch besser, weil du musst irgendwie einfach besser sein oder du willst einfach besser sein wie der andere und das macht dich zum besseren Fußballer und ich glaube, da können wir auch froh sein, dass wir so einen guten Jahrgang gehabt haben, generell bei uns in Salzburg, dass wir so große Konkurrenz gehabt haben, überall, dass wir einfach immer irgendwie schauen müssen, okay, wie kann ich besser werden wie der, wie kann ich das besser machen und ja, jetzt einfach da sein, wo wir sind und es geht immer noch besser und das ist ja das Schöne. Ich glaube, im Fußball hört es nie auf und darum mengen wir den Sport ja alle so gern, weil es einfach erstens so schnelllebig ist und zweitens einfach du die jeden Tag trotzdem immer noch verbessern und verbessern kannst. Jetzt ist ja eigentlich so, dass bei euch in eurer Karriere, wenn man das so ein bisschen verfolgt, eigentlich bis jetzt nur bergauf gegangen ist. Also so fühlt es sich zumindest an, wenn man jetzt von außen auf euch schaut. Habt ihr selbst einmal schon so irgendwie eine Phase gehabt, wo vielleicht für euch selber gar nichts gelaufen ist oder wo es sogar ein bisschen so eine negative Zeit gewesen ist? Ja, ich glaube schon, wir haben einige Verletzungen hinter uns, wo du dich schon hinterfragst und wo es nicht so einfach ist. Aber ich glaube, unsere Stärke ist auch, dass wir im Kopf sehr klar sind. Also wir wissen, was wir wollen, wo wir hinwollen und selbst in so schwierigen Zeiten, wo du mal, keine Ahnung, ein halbes Jahr, ein Jahr draußen bist, wo es einfach brutal schwierig ist, wieder zurückzukommen, haben wir immer auf unsere Stärken vertraut und ich glaube, das ist wichtig, dass man da einfach im Kopf klar bleibt, weiß, okay, das kann ich, das andere kann ich jetzt noch nicht, weil jetzt konzentriere ich mich immer auf die einfachen Sachen und will einfach wieder zurückkommen, will mich reinkämpfen, will das spielen. Und ich glaube, wir sind auch geduldiger als andere. Also wenn wir jetzt mal nicht spielen, bricht nicht gleich die Welt zusammen, sondern wir nehmen das als Ansporn. Sagen wir wieder, okay, ich spiele nicht, ich bin vielleicht noch nicht gut genug, ich muss besser werden. Und irgendwann wirst du besser und dann spielst du wieder und verzweifeln jetzt nicht, wenn wir gleich nicht spielen. Mir taugt es, du redest schon jetzt einfach von wir, also du sprichst auch gleich für den Conny mit. Das ist ja alles gut. Ist in so einer Phase auch. Ist es auch so, dass untereinander dann vielleicht öfters telefoniert und euch gegenseitig aufbaut, wenn es beim anderen nicht so läuft? Ich muss sagen, das haben wir gar nicht so. Wir sind jetzt nicht die uns jetzt irgendwie in der Woche zwei, dreimal anrufen oder einmal anrufen. Es ist eher so, dass wir beide so uns irgendwo ein Ding machen. Also vor allem, wenn wir jetzt irgendwo anders sind. Aber wenn wir zusammenkommen, ist irgendwie gefühlt immer alles so wie früher. Da ist es irgendwie so, wie wenn wir nie weg gewesen wären. So ungefähr. Dann sind wir da, sitzen da, reden über Gott und die Welt, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube, das ist auch immer das Schöne. So drum. Man hört jetzt nicht jeden Tag, wenn wir jetzt irgendwie unterwegs sind, weil ich habe meine Spiele da so viel, er hat seine Spiele da so viel. Und wenn wir dann national uns wieder treffen nach vier Wochen, dann sitzen wir da gefühlt 24-7 und reden ja, über den ganzen Plätzchen, was wir gerade erlebt haben. Und ich glaube, das ist ja gerade das Schöne bei uns so ungefähr, dass man nicht immer gefühlt jetzt, oder ich kann jetzt irgendwie beleidigt worden, dass sie die Wochen jetzt zweimal anruft oder einmal anruft und so, bei der Mötze nicht mehr oder sonst irgendwas, sondern einfach, wir machen unser Ding und wenn wir zusammenkommen, ist irgendwie gefühlt, wie wenn wir nur 16 Jahre alt werden und gerade im Internat werden und irgendwie nur Plätzchen machen. Und das ist eigentlich das Schöne, das Ganze dran. Das ist ja das Beste an einer Freundschaft eigentlich. Also dann ist es wirklich eine Freundschaft, wenn man sie nicht jedes Mal in der Woche, wie du sagst, so ein paar Mal anrufen muss oder schreiben muss, sondern wenn man sie wirklich dann wieder sieht und es passt alles. Jetzt haben wir viel über das geredet, was gemeinsam in der Mannschaft war. Ihr habt gemeinsam auch in Leipzig jetzt noch den DFB-Pokal gewonnen und kurze Zeit später steht es eigentlich als Kontrahenten am Platz, also gegeneinander. Und ich weiß noch, ich habe mit Slade Junusovic, auch ein guter Freund von mir, immer super Zeit verbracht und dann waren wir in Deutschland, haben gegeneinander gespielt und du bist ja voll fokussiert vom Spiel, auch ein bisschen Anspannung und dann schaust du auf und er schaut mich an und wir müssen eigentlich nur zum Lachen anfangen die ganze Zeit. Wie war es bei euch, wenn es gegenüber steht?
eisekalt sind wir da. Ja? Gibt es kein Reden, gar nichts miteinander? Nein. Das glaube ich nicht, ja? Nein, also wirklich jetzt. Also wir sagen kurz Hallo vor dem Spiel. Wirklich, oder? Weil er geht ja nicht raus und bloß anschauen. Ich gehe immer raus und bloß anschauen. Da rede ich immer mit ein paar Leuten, die halt rauskommen, jetzt vom Leipzig-Spiel, der Baum über draußen, rede mit dem kurz und so. Und er hat gesagt, er kommt ja nicht raus. Der macht immer sein Ding im Ding. Und dann, wenn wir halt so beim Eingang stehen, beim Spielertunnel, bevor es rausgeht, sagen wir halt kurz Servus. Und das war's. Das war's, und, und wir spielen ja auch noch meistens dann sogar oft wirklich Mann auf Mann so oft. In Wolfsburg haben wir das öfter gehabt, finde ich so. Jetzt, jetzt gar nicht. Aber. Jetzt gerade gar nicht, weil jetzt habe ich rechts hinten gespielt gegen Leipzig und im Supercup haben wir uns auch nicht so oft gesehen, muss ich sagen. Aber es hat schon mal ein paar so intensive Duelle gegeben. Es war ja beim Slalom bei mir was auch so, was wir haben uns immer super verstanden, gelacht und alles, ja, während dem Spiel. Und dann war eine Aktion, wo der Martin Hanig gefault hat, kriegt gelb-rote Karten. Ja. War eigentlich nicht einmal wirklich ein Foul, so eine typische Slalom-Aktion, wo er sich fallen lässt. Und Martin und ich haben richtig beschimpft, was er vollgas und dann haben wir so gecheckt, das Lade, was heißt, hat mir fast leid dann, aber gibt sowas nicht, dass du mal beim Spiel irgendwie dann beschimpfst? Also? Ich kann mich nur erinnern an das erste Spiel, wo wir, glaube ich, richtig gerne angespielt haben, war Salzburg-Leipzig damals. Ja, das stimmt. Und ich habe mir nach 30 Minuten eine Gelbe abgeholt, indem ich keine umgeguckt habe. Boah, ja, da bin ich auch kurz beleidigt. Was ist mit dir jetzt, oder? Ja. Ja, sowas gehört auch dazu, oder? Sowas gehört dazu. Und ich glaube, es ist ein bisschen sogar nur mehr. Weißt du, wenn du gegen einen Freien spielst, ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist, ja, dann willst du ja unbedingt gewinnen, so ungefähr. Und auch wenn du dann so ein Zweikampf hast oder sowas, weiß ich nicht, der kommt bei mir nicht vorbei. Weißt du, entweder haut er mich um oder, weißt du, ich habe mich Ja, und du weißt, der Xaver kann nicht verlieren, dann ist er nur besser, genau, oder? Genau, ja. Also, ja. Es hat eine Aktion in Leipzig auch gegeben und ich kann mich erinnern, da hat es gekracht und jeder war so richtig, weiß ich, und hat geschaut, was ist jetzt passiert, weil wir mit vollem Tempo zusammen durchzogen und ich glaube, er spitzelt den Ball, ich will wegschießen, er spitzelt den Ball noch weg und ich hau wirklich voll auf seinen Fuß drauf. Wir liegen beide am Boden und dann waren wir kurz so alle so, was ist jetzt passiert, so quasi jetzt. Boah, im Training war das, boah, du warst richtig hass auf mich. Er hat mir weh, da, ich bin beleidigt und dann war er hass auf mich. So, ja, du hast nicht mal Entschuldigung gesagt, oder? Ja, weil du mich beleidigt hast. Wie kann man gleich beleidigen? Wenn du mir auf den Fuß gestiegen bist. Ja, aber muss er dich gleich beleidigen? Ja, ist okay. Ja, im Spiel gibt es keine Freunde, das ist so, da geht es um viel. Aber so soll es ja auch sein. Solange man sich nachher wieder versteht, dann passt ja alles gut. Auf jeden Fall. Aber das hast du gerade gut beschrieben. Intensiver Zweikampf von euch beiden, das ist ja auch was euch eigentlich auszeichnet. Das heißt ja immer, wenn man über Xaver Schlager oder über Conny Leimer redet, dann hat sie immer Pressingmaschinen, die besten Balleroberer, die wir in Österreich haben. Oder generell von Europa wird da teilweise gesprochen. Ist euch das eigentlich recht? Oder weil es geht ja beim Fußballspielen auch ein bisschen Spiel mit dem Ball und wenn jeder immer nur darüber redet, was ihr gegen den Ball könnt, denkt ihr ab und zu, hey, mit dem Ball sind wir auch nicht so schlecht, da könnt ihr jetzt auch mal ein bisschen was sagen. Ja, denkt man sich. Denkt man sich schon. Man kann es halt nicht beeinflussen. Ja gut, eure Stärke ist halt dann wirklich so extrem wahrscheinlich im Spiel gegen den Ball auch, dass das einfach hervorsticht. Aber ich glaube, in eurer Position muss man dann mit dem Ball schon ein bisschen was können, oder? Du konntest ja auch nicht beeinflussen, was die außerhalb sagen. Und wenn du natürlich das auch Stärke hast, was wir beide haben, ist es natürlich auch schön, dass das irgendwo gewürdigt wird. Aber ich sage jetzt mal, wir sind immer nur Fußballer und es geht so viel mit dem Ball heutzutage. Mhm. Und wir spielen auch bei Vereinen, wo es, sage jetzt mal, so wichtig ist, was du halt mit dem Ball auch was anfangen kannst, sage jetzt mal, weil wir halt eigentlich gegenfühlt 80% der Mannschaften mehr Ballbesitz haben, mehr Bälle haben, mehr Lösungen finden müssen schlussendlich. Und das halt genauso ein wichtiger Aspekt in unserer Rolle ist, wie wir ausfüllen. Und dass wir beide auch kicken können, ist, glaube ich, auch, ich denke, hoffentlich jedem klar. Und was dann die Leute dann ein bisschen so nach außen tragen und wie wir dann genannt werden, das ist ja dann auch irgendwo auch wurscht. Irgendwo ist dann auch irgendwo auch schön, dass man dann auch irgendwo so hingestellt wird, dass das einfach eine große Stärke von uns ist und dass ich auch oft einen Unterschied macht zu anderen Spielern, weil es ist ja immer, sag jetzt mal, viele Spieler sind gute Fußballer, aber viele haben nicht irgendwie so genauso was ganz Spezielles, was die unterscheidet zu einem anderen Spieler. Und ich glaube, da sind wir schon welche, wo wir dann wirklich auch irgendwo einen Unterschied machen können, wo du einfach einen Spieler einen Stempel draufdrücken kannst in gewissen Aktionen und in gewissen Situationen. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass du dir einfach abhebst gegen uns zu anderen Spielern, dass du eine gewisse Stärke entwickelst, die was einfach nicht jeder mitbringt im Fußball. Und dass du die einfach immer wieder verbesserst und so einfach auf die aufmerksam machst. Aber dass du das andere nicht vergessen darfst und dass das genauso wichtig ist und dass wir das auch können und machen müssen, ist auch klar. Sagt mal, wie emotional du darüber redest, aber genau, du hast es auf den Punkt gebracht. Das ist, glaube ich, so eine große Stärke von euch, dass es einfach noch einmal hervorsticht. Mir haben ein paar Leute erzählt, du warst einmal bei Sport und Talk im Hangar und dann hast du nachher mit ihnen geredet und hast ihnen ein bisschen erklärt, wie es so im zentralen Mittelfeld zugeht. Also, dass so schnell einfach die Situationen kommen, dass du dich gar nicht mehr richtig orientieren kannst und du hast ihnen, glaube ich, erzählt, dass du dir anhand von den Schuhen auch auf der
ab und zu zurechtgelegt hast, wo ist dein Mitspieler? Ist es im Mittelfeld heutzutage auf dem Niveau wirklich so, dass das so extrem schnell geht? Ja, es gibt schon Situationen, wo du blinde Pässe spielst, wo du einfach weißt, okay, ich habe keine Lösung wirklich. Einer kommt von hinten, wenn ich jetzt nicht was tue, dann ist der Ball weg und es kommt dann schon manchmal drauf an. Also ich habe das schon gemerkt, wenn ein direkter Nebenspieler neben mir andere Schuhe hat, war das anders. Das ist mir immer beim Stevie ist mir das besonders aufgefallen, weil der hat immer dieselben Schuhe gehabt und irgendwann hat er gewechselt und ich so, das passt nicht so, das haut nicht hin, weil oft siehst du einfach nur durch dein Blickfeld, was vorbei, wie jemanden vorbeirennen und siehst nicht viel, außer vielleicht Stutzen, Schuhe, Hosen. Also siehst du nicht oft den ganzen Körper. Und darum ist schon manchmal entscheidend, dass du einfach dann auf das vertraust und weißt, was hat der Nebenmann, wie schaut der aus, wie sind die Bewegungen, welche Schuhe hat er vielleicht. Und das kann schon helfen. Das heißt, wenn du dann Fehlpass gespielt hast, dann war der Steve alleine schuld, weil er die falschen Schuhe gehabt hat, oder wie? Nein, da war ich schon oft selber schuld. Das muss ich schon sagen, aber es sind halt so kleine Markierungen, wo du dir einfach einen Vorteil verschaffen willst. Um das geht es ja. Du versuchst ja irgendwie einen Vorteil über den Gegner rauszuziehen. Und wenn es halt wirklich Momente sind, keine Ahnung, du verlierst den Ball, gewinnst ihn wieder zurück, du hast keine Zeit zum Orientieren, sondern da geht es dann nur darum, okay, bring den Pass irgendwie sicher an. Und wenn du gerade im Zweikampf bist und du siehst einen so vorbeirennen im Augenwinkel dann und du merkst, okay, ist mein Mitspieler, dann spiel dahin. Ja, es ist extrem interessant, weil das Spiel ja da immer athletischer wird, immer schneller, du hast einfach gar keine Zeit mehr. Echt eine interessante Geschichte, an was du da orientierst. Schnell ist dann bei dir auch am Ende dann gegangen, obwohl, ich glaube, wir haben schon 3-4 Monate davor darüber gesprochen, wir waren in Leipzig ab und zu bei euren Pokalspielen und ich weiß nicht, wie oft ich dich gefragt habe, ob der Bayern-Wechsel schon fix ist und du hast immer gesagt, nein, noch nicht. Jetzt ist es soweit, warum hält man eigentlich einen Wechsel so lange zurück und sagt es dann doch nicht oder war das wirklich erst zu spät? Ich glaube, schlussendlich habe ich das eh schon mal gesagt im Interview, es war einfach so, dass alle Beteiligten gesagt haben, okay, wir wollen es jetzt noch nicht verkünden, das war bei mir so, das war bei beiden Vereinen so und ich glaube, es ist schlussendlich auch mal sehr angenehm gewesen, dass ja alle Beteiligten daran gehalten haben und wirklich gesagt haben, okay, wir bringen jetzt nicht irgendwie eine Unruhe rein vor irgendeinem Spiel oder sonst irgendwas. Wir wollen einfach sagen, okay, wir spielen die Saison fertig und wenn die fertig ist, sagen wir einfach alle, wird verkündet, der Wechsel und aus ist so ungefähr. Und so war die Abmachung und so war es auch ganz entspannt. Bevor wir da irgendwo jetzt im April, Mai, weiß ich nicht, wann gesagt hätten, ja, jetzt ist es soweit oder so, hätte halt irgendwie nichts bringt oder hat nichts gebracht, meiner Meinung nach. Es ist einfach nur unruhig gewesen. So. Mhm. Und dann haben wir einfach gesagt, passt, wir sagen es nach der Saison, fertig ist es, da verkünden wir es und das war es dann auch schon. Und wie war es dann, wie du jetzt wirklich das erste Mal bei Bayern dann in die Kabine gekommen bist, hast du ja auch wieder auf deiner Position Kimmich, Goretzka, zwei deutsche Nationalspieler, haben die herzhaft empfangen oder wie ist das bei denen, ist ja auch wieder Konkurrent? Ja, ich sage, wie es bei jeder Fußballmannschaft ganz normal ist, du hast überall deine Konkurrenten und umso, sage jetzt mal, höher es wird, umso namhaftere Konkurrenten hast du, aber ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, die haben mich wirklich super aufgenommen, die ganze Mannschaft, der ganze Staff beieinander, die waren wirklich, es hat alles super passt, da kann ich mich überhaupt nicht beschweren und da musst du sowieso die da durchsetzen wollen. Ich sage jetzt mal, egal jetzt, wer das ist, was der geleistet hat, wo du gespielt hast, du wirst ja dann einfach besser werden und am Ende einfach selber am Platz stehen und Fußball spielen. Mhm. Und dass es dann irgendwann mal so Ups und Downs gibt, ist ganz normal, aber am Ende muss man sich einfach erstens verbessern, zweitens seinem Mann stehen und drittens sich einfach dann durchsetzen. Und ich werde in der Phase, wo ich jetzt bin, einfach das Beste geben, was bei mir einfach drin ist und was am Ende rauskommt, kommt raus. Und wie gesagt, ich bin super happy, dass ich jetzt dort bin. Es macht wirklich großen Spaß bei dem Verein, in der Stadt, alles drumherum. Wie vorher schon gesagt, es ist ein sehr großer Verein. Ich glaube, es geht nicht mehr wirklich viel größer. Und ich bin sehr happy, dass ich da bin und ich will da jetzt einfach eine sehr erfolgreiche Saison spielen, meine Qualitäten einfach in die Mannschaft reinbringen und da irgendwo auch mein Fußabdruck hinterlassen, sage ich jetzt mal. Und ja, wie gesagt, freue mich einfach, dass ich da bin und bin sehr gespannt, wo die Saison hinführt. Xaver, bei dir, du bist in Leipzig geblieben. Wir haben ja dann auch oft oder die Moderatoren oder Reporter haben dann in Rose auch gefragt, immer über den Conny Leimer und er hat aber eigentlich meistens immer dann dazu gesagt, ja, wir haben ja einen Xaver Schlager auch. Also der ist für die Mannschaft so extrem wichtig. Ist bei dir nach wie vor in Leipzig alles so, wie du es vorgestellt hast? Naja, der Punkt am Wochenende, den habe ich mir nicht so vorgestellt, aber sonst ist alles gut. Nein, bei uns ist, also bei mir kann ich überhaupt nicht beklagen, ist alles super, haben wir spannende neue Truppen,
für junge Spieler. Wir haben einen größeren Umbruch hinter uns, aber ich denke, machen wir ganz ordentlich und es macht Spaß. Also wir sind alle sehr ehrgeizig, wollen Spiele gewinnen und ja, wollen halt andere Mannschaften ärgern. Ich denke, es ist uns bisher ganz gut gelungen, aber im Endeffekt zählt die Konstanz und da wird man sehen, was dann am Ende des Jahres rauskommt, aber es macht mir unendlich viel Spaß, dort zu spielen. Mhm. Ja, sonst bei den direkten Duellen musst du halt wieder zusammenschneiden und dann passt's. Hey, ich muss sagen, ich muss linker Flügel, dass ich gegen ihn komme. Ja, linker Flügel wäre lustig. Ja, 1 gegen 1, 90 Minuten. Ja, weil zuerst haben wir noch über rechter Verteidiger so ein bisschen geschmunzelt oder gelacht. Jetzt bist du es bei Bayern scheint einmal so zur Zeit vielleicht wirklich. Vielleicht auch im Nationalteam kann man mal, muss man mal schauen. Wie ist das? Fühlst du mit der Position gut? Ist ja trotzdem komplett was anderes. Aber passt für dich, oder? Passt für mich. Ich habe es ja auch in Leipzig damals, wo ich hingekommen bin, vor was war schon 6 Jahren jetzt her. Da bin ich auch umfunktioniert worden als Rechtsverteidiger und habe da ein halbes Jahr gespielt. Also ich kenne ja ein bisschen die Abläufe, habe ich immer schon kennt und ich war ab und zu und dann. Und dann Julian, also der Nagelsmann, habe ich auch noch mal rechts hinten gespielt, die Phasen. Ich habe damals sogar gespielt, Rechtsverteidiger im Champions League Viertelfinale, wenn wir gegen Atletico gespielt haben, habe ich auch rechts hinten gespielt. Ich war immer so schwimmende Position, einmal Sechser, einmal rechts hinten. Darum weiß ich zumindest, was man da machen muss. Und jetzt auch in die Spiele, was ich jetzt danach gemacht habe, haben wir oft so viel Ballbesitz gehabt. Und ich habe meine Rolle war so offensiv, dass ich das Gefühl schon so wie ein rechter Achter, dass ich angefühlt habe, wenn ich vor allem noch ein bisschen so im Halbraum gestanden bin. Natürlich ändern sich ein paar Abläufe, ist auch eine ungewohnte Position. Natürlich ist es leichter, wenn du immer auf deiner Lieblingsposition spielst und du Spiel für Spiel da spielst, dann kommen die Abläufe, du weißt, was du machen musst und drumherum. Aber ich glaube, ich bin auch so ein Spieler, der sich schnell an solche Situationen anpassen kann, was natürlich auch irgendwo eine Stärke ist, dass du mehr Positionen spielen kannst, ab und zu auch nicht so gut, weil dann wirst du oft herumgeschoben, sage ich jetzt mal. Es gibt immer Vor- und Nachteile da. Aber schlussendlich bin ich einfach happy, dass ich da spiele, sage ich jetzt mal. Weil es macht mehr Spaß, am Platz zu stehen, wie auf der Bank zu sitzen. Und ob es dann rechts hinten auf der 6, auf der 8 oder auf der 10 ist, entscheidet sowieso der Trainer. Da, wo er mir hinstellt, gebe ich das, was ich kann, sage ich jetzt mal. Aber ich sage jetzt mal, auf Dauer präferiere ich natürlich im Mittelfeld, weil ich glaube, dass ich da meine größten Stärken habe und aber ich rechts hinten genauso spielen kann. Ja, hast du ja Klick, hast du ja früher in Tor schon einiges abschauen können. So schaut's aus. Von den ganz Großen gelernt damals in Tor. Wer war das? Er ist dann irgendwo nach Stuttgart gegangen, weißt du, okay. Das weiß ich noch. Ja. Kann ich mir auch gut erinnern. Jetzt haben wir viel über eure fußballerischen Qualitäten geredet. So ein bisschen, wie es ja sonst tickt, haben wir auch schon wen gehört. Also der Conny kocht, golfen da auch beide. Bei dir, Xaver, habe ich mal gehört, oder ist mir zu Ohren gekommen, du liest relativ viel. Ist das richtig, oder? Ja. Ja, also du sagst gleich einmal ja. Und es sind ja, ich habe auch gehört, welche Bücher. Also was ist viel, was ist wenig? Also ich probiere am Tag eine Stunde zu lesen, ja. Okay, also das ist dein Ziel, dass du sagst, so eine tägliche Routine? So eine Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem, aber so eine Stunde plane ich ein zum Lesen. Und ist richtig, dass du Sigmund Freud zum Beispiel auch unter anderem? Ja, habe ich auch schon angefangen. Angefangen? Ja, habe ich einmal angefangen, aber irgendwann war es dann sehr trocken, muss ich sagen. Aber ja, ich lese solche Bücher, ja. Also es hilft mir, ich mag es gern. Auch wenn es manchmal trocken und zach sind, aber es entspannt mich. Kann viel mitnehmen. Und das heißt, du siehst auch so bei Auswärtsfahrten oder wenn es irgendwo hinfliegt, dass du jetzt nicht unbedingt immer nur irgendeine Serie schaust auf iPad, sondern setzt dich dann auch in den Flieger und lest dein Buch. Genau, also meistens lese ich dann im Flieger. Mhm. Oder vom Spiel am Matchtag lese ich auch immer eine Stunde. Ja, es tut mir gut, es ist Abwechslung. Okay. Ich war der erste Spieler, der was ein Buch zum vom Training immer mitgenommen hat. Dann ist immer noch ein Frühstück unten beim Café gesessen und hat gelesen. Ja, dann haben wir immer rumgeredet oder irgendein Spiel gespielt oder so ein Brettspiel oder Kartenspiel und er ist daneben gesessen und hat gelesen. Habe ich jetzt noch nie gesehen. Nein, habe ich so auch noch nie gesehen, jetzt, dass wirklich beim Trainingszentrum oder so ein Buch liest. Aber ist ja, genau, er hat sogar in zum Trainingszentrum das Bierchen mitgenommen. Dann Frühstück, also, dann gelesen. Genau. Ich glaube, manchmal hat er sogar beim Frühstück hast du nie gelesen. Erst immer noch ein Frühstück. Nein, beim Frühstück. Ja, stimmt. Ist immer dann da gesessen, da ist so in Leipzig dann so ein paar Bänke gesessen und hat er gelesen einfach so. Ja. Das heißt, so ein paar Verhaltensweisen sind ein bisschen anders. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du bist, kann man sagen, bist du der neue Martin Hinteregg oder wie, oder? Boah, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so sagen würde. Das will ich nicht sagen. Ich habe halt mehr Zeit, keine Ahnung. Ich bin halt nicht so gut in Spiele. Kannst nicht verlieren? Ich kann nicht verlieren, dann bin ich nicht so gut in Spiele, dann verliere ich nochmal Geld gegen die anderen, da habe ich gesagt, ich lese lieber, da ist besser für mich. Das ist billiger, oder? Er spielt ja. Auch, hat er auch manchmal mitgespielt, so ist es auch nicht. Ja. Dann rege ich mich auch nicht so auf, wenn ich verliere. Weißt, ich muss mir auf meinen Puls schauen, sonst. Ich glaube,
Patrick Benz ist ja auch ein guter Freund von euch, glaube ich. Spielt er auch mit Karten, weil der ist immer, der zündelt immer so, oder? Verbal, ja, der redet auf jeden Fall viel. Ja, da ist besser. Manchmal ein bisschen Blödsinn, weißt du so. Aber es macht es ja spaßig, weißt du so. Du brauchst immer ein paar Zündler in der Gruppe, weil sonst macht das keinen Spaß. Ja, das gehört dazu. Das ja. Ist, aber du bist unter Anführungszeichen normal, also nicht so, dass du im Trainingszentrum liest. Sondern ich bin jetzt leider nicht so ein Leser. Ich habe schon oft versucht, sage ich jetzt mal, so ist es wirklich nicht, weil mein Bruder liest sehr viel, meine Mama liest sehr viel. Die haben mir immer wieder mal ein Buch geschenkt zum Geburtstag, dass ich das lese. Ich habe immer wieder mal angefangen, aber das ist jetzt mal wirklich eins, dass mir das so gefesselt hat, dass ich da dranblieb bin oder dass ich mal zur Auswärtsfahrt habe ich sogar oft ein Bier mitgehabt in meinem Rucksack. Aber es ist nicht oft aufgeschlagen worden. So ehrlich muss ich sein. Ich habe schon oft versucht, vielleicht kommt das ja noch. Aber ja, schauen wir mal. Ich schenke da mal eins. Nein, ich habe schon mal Bücher daheim, ich muss mal schauen, ob ich da mal nachkomme, aber ja. Gibt es sonst irgendwelche besonderen Hobbys, die ihr sonst habt, geholfen, hast du schon gesagt? Bist du da so gut unterwegs, dass du bei Bayern mit dem Thomas Müller auch schon nein. Gehen kannst? Nein, nein, die sind zu gut da bei uns, bei Bayern, vor allem der Thomas und der, ich glaube der Harry, die haben so ein niedriges Handicap. Ich bin eher der Golfer, der was so ein bisschen die gute Laune mitbringt, weil ich triff schon den Ball und so, der fliegt auch schon ab und zu, der fliegt aber noch rechts und links. Aber ich bin jetzt nicht der, der was jetzt wirklich konstant gut spielen kann, aber ich habe jetzt eine gute Phase gehabt, ich habe relativ viel gespielt. Und ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben, aber ich glaube, in dem Sport ist es generell sehr schwierig. Aber ich glaube, wenn wir da so coole Truppen beieinander haben, egal ob es beim Nationalteam ist oder irgendwo anders, und dann gehst du zu viert aus, hast deinen Spaß, spielst deine 9 Löcher, manchmal 18 Löcher, laberst ein bisschen Blödsinn, spielst vielleicht nur ein bisschen um was. Ich glaube, das ist eine sehr gute Ablenkung, du bist draußen an der frischen Luft. Und ich bin immer gerne einer, der ein bisschen Spannung reinbringt, ein bisschen was um was spielt, sage ich jetzt einmal. Darum taugt mir das schon sehr und hat auch immer Spaß gemacht. Okay, jetzt hast du gerade gesagt, Nationalteam und Golfen. In ein paar Tagen spielt es auch, aber nicht nur Golf, sondern geht es um wichtige Spiele. Das heißt, wir schaffen jetzt so ein bisschen den Sprung zum Nationalteam. Jetzt haben wir es vorher auch gehört, viele Verletzte. David, Marco natürlich zwei absolute Leistungsträger. Wie sehr gehen die ab? Jetzt nicht nur am Platz, sondern es sind ja auch vom Typ her solche Spieler, die außerhalb vom Platz extrem wichtig sind. Merkt man das jetzt schon beim Lehrgang, dass die fehlen? Ja, wir sind alt. Ihr seid die Alten jetzt, oder? Ich fühle mich alt, muss ich sagen. Also früher war ich immer der Jüngste. Jetzt bin ich einer der Ältesten, kommt mir vor. Das geht im Fußball schnell. Ja, ich merke es. Es ist brutal schnell gegangen. Und natürlich fehlen die. Also die sind über Jahre jetzt dabei. Die wissen, wie es abläuft. Sind wichtige Stützen. Sind unsere Kapitäne. Und natürlich... Ja, ist das nicht so einfach, aber ich denke, wir werden das gut auffangen, sage ich einmal. Und dann werden halt neue Spieler spielen. Also das ist jetzt überhaupt kein Thema. Ich glaube, wir haben genug Qualität im Kader, dass das kein Problem darstellen sollte. Und dann muss halt wer andere Verantwortung übernehmen. Und natürlich sind dann die anderen etwas älteren Spieler gefragt und aber ich denke, das wird trotzdem gut werden. Also sollte der Sabi auch nicht spielen können, dann wird höchstwahrscheinlich du wieder die Kapitänsbinde haben. Was ist das für ein Gefühl? Also ich weiß nicht, aus eigener Erfahrung, fürs Nationalteam zu spielen, ist ja unglaublich. Wenn du das dann als Kapitän auch noch anführst, schon was ganz Besonderes, denke ich, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eine sehr große Ehre, erstens fürs Nationalteam zu spielen und das auch nochmal als Kapitän. Es ist was sehr Besonderes, was man sehr wertschätzt, generell immer hier zu sein, hier für dein Land zu vertreten, einfach jetzt die EM-Quali zu spielen. Das lernt man sehr zu schätzen, sage ich jetzt einmal, und probiert es auch dann auch bestmöglich auszuführen, alles drumherum. Und wie gesagt, wir haben zwar sehr wichtige Spiele nochmal in der Quali, wo auch der eine oder andere fällt. Ich glaube, da ist einfach auch wichtig, dass wir als Mannschaft nochmal ein bisschen enger zusammenrücken, sage ich jetzt mal, dass jeder jeden unterstützt und so einfach dann das bestmögliche Endergebnis am Ende rausbringen. Und wir haben auch schon oft darüber geredet, dass wir jetzt wirklich einen sehr guten und breiten Kader hier haben, weil in Österreich was sehr, sehr wertvoll ist. Und ich glaube, genau in so Situationen ist es dann einfach auch wichtig, dass wir alle miteinander das auch sagen, wie viele gute Kicker wir mittlerweile in Österreich haben. Dass wir da einfach zusammen unseren Weg weitergehen, unseren Plan, wie wir Fußball spielen wollen, was wir machen wollen am Platz. Und dass jetzt am Freitag ein sehr schwieriger Gegner wartet, dass am Montag in Aserbaidschan ein schwieriges Auswärtsspiel wartet, wissen wir alle. Und ich glaube, darum ist es einfach nur mehr wichtiger, dass wir, wie gesagt, alle an einem Seil ziehen und einfach das Ding trotzdem so positiv angehen. Und wir wissen auch, dass wir die Qualität haben, trotzdem die Spiele sehr erfolgreich zu gestalten. Ist dann auch so, dass zum Beispiel David oder Marco irgendwie trotzdem mal Kontakt zu euch oder irgendwie habt in so einem Lehrgang oder kommt er zum Spiel zum Beispiel und geht auch nochmal in die Kabine? Ist das auch der Fall? Oder? Ja, keine Ahnung. Also bei
Spiel war ja noch nicht. Also ich glaube schon, dass wer kommt. So Kontakt haben wir jetzt nicht gehabt. Aber natürlich, also wo ich verletzt war, war ja bei den Spielen zuschauen. Ich glaube, das ist ganz cool, wenn man da gemeinsam ist, und es hilft natürlich. Wir haben bis jetzt mit allen Gästen so zum Abschluss so eine Schlagzeile gemacht. Was nach der EM 2024? Welche Schlagzeile hättest du gerne, die man über euch schreibt? Über die ganze Mannschaft jetzt, meinst du? Ja, du kannst es auf dich beziehen. Ja. Das kannst du auch machen. Eine Schlagzeile nach der EM. Was haben die anderen so gesagt? Müsste man nicht sagen. Kann ich da nicht sagen. Ja, es gibt schon große Schlagzeilen, die jetzt in meinem Kopf sind, sage ich jetzt mal. Die haben ganz groß. Ja, am liebsten wäre es mir natürlich, Österreich überrascht alle. Ja, das wäre eine gute Schlagzeile, kann ich unterstreichen. Xaver, hast du da noch einen guten Einfall? Du lest viel, also musst du wahrscheinlich wieder kopfkreativ sein. Jetzt muss richtig was Richtiges kommen, was Philosophisches. Ja. Das ist immer der Druck. Wenn man liest, glaubt jeder, man ist intelligenter. Aber es ist halt nicht so. Ja, so halb als intelligent bist du ja, da kannst du mir was gut rausbringen. Boah, du musst da nichts Intelligentes sagen, kannst du da irgendwas einfallen lassen. Nein, das... Dann. Ja... Das ist gar nicht so leicht, gell? Nein, ist nicht so leicht, ich weiß. Aber nimmst du alle Zeit der Welt hast. Ich wollte nur vom Kaffee jetzt noch gehen, gell? Also, ja, ich finde da überrascht, ist ein gutes Wort. Ich brauche da irgend so was Ähnliches. Österreich verzaubert Europa. Wow, schau, das war kreativ. Verzaubert, Alter, wow. Das war richtig kreativ. Dafür hast du jetzt 2 Minuten genommen, gell? Ja, ist gut. In der Ruhe liegt die Kraft. Auf jeden Fall. Für sowas muss ich sagen, ist er wirklich gerecht gewesen. Auf das Wort gewesen. Ist das, das war gerecht. Okay. Da haben wir gerne gewartet. War top Schlagzeile von beiden. Ja, bedanke mich bei euch. War ein super Gespräch. Extrem interessant bei vielen Sachen und auch witzig. Wünsche ich alles Gute für die nächsten Spiele und toi, toi, toi. Danke. Ciao. Ciao.